Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Bundeskabinett hat die Weichen für die deutsche Beteiligung an dem internationalen Friedenseinsatz in Afghanistan gestellt. Es beschloss die Bereitstellung von maximal 1.200 Bundeswehrsoldaten für die Sicherungstruppe, die in und um Kabul eingesetzt werden soll. Wann die ersten deutschen Soldaten in Marsch gesetzt werden, soll nach Angaben von Verteidigungsminister Scharping schnell geklärt werden. Vor der Sondersitzung des Bundestages morgen Nachmittag zeichnet sich breite Zustimmung ab. Es war am Verteidigungsminister, die Öffentlichkeit zu informieren. Maximal also 1.200 deutsche Soldaten im Verbund mit bis zu 250 Dänen und Niederländern sollen nach Kabul für 6 Monate. Wann wer geht, muss mit London noch abgestimmt werden. Die Deutschen begrüßen, dass die Briten zunächst die UN-Truppe anführen. Wer ihnen folgt? Fragezeichen. Die Türken, so heißt es, drängen. Die Deutschen winken weiter ab. Die Durchhaltefähigkeit des Engagements auf dem Balkan, die Durchhaltefähigkeit anderer internationaler Verpflichtungen und die Erneuerung der Bundeswehr dürfen durch neue internationale Engagements wie dieses nicht in Gefahr gebracht werden. Am Nachmittag hatte das Kabinett die Entsendung abgesegnet. Dabei soll es sich unter anderem um Infanterie, Hubschrauber, Minenaufklärungs- und Sanitätskräfte handeln. Kosten der deutschen Beteiligung maximal 700 Millionen Mark. 300 Millionen kommen aus dem Antiterrortopf. Der Bundeskanzler hat die Restfinanzierung aus dem Gesamthaushalt zugesagt. Es war im Schneetreiben und nach der Fraktionsunterrichtung. Union und FDP sagen grundsätzlich ja, wollen aber Genaueres zur Finanzierung hören. Die Bundesregierung wird auch im Haushaltsausschuss schon sagen müssen, wie sie das jetzt alles finanzieren will. Und ich kann nur davor warnen, aus finanziellen Gründen Abstriche an der persönlichen Sicherheit der Soldaten zu machen. Und die Grünen üben sich in uneingeschränkter Koalitionsloyalität. Der Vorstand empfiehlt einstimmig Zustimmung. Ich rechne nicht mit Abweichlern, weil noch einmal dieses Mandat und diese Aufgabe eine reine Friedensaufgabe ist. Morgen wird entschieden im Deutschen Bundestag und bis auf die PDS will wohl keiner den vorweihnachtlichen Politfrieden stören. In Kabul laufen die Vorbereitungen auf den Friedenseinsatz und auf die Amtseinführung der Übergangsregierung weiter. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in London soll die Sicherungstruppe langsam aufgebaut werden. Bislang seien 22 Länder bereit, sich zu beteiligen, allerdings gestaffelt. Einen Tag nach seiner Ankunft in Afghanistan hat das erste Vorauskommando der UN-Schutztruppe seine Arbeit aufgenommen. Ein Konvoi mit 80 britischen Soldaten begleitete heute erstmals afghanische Würdenträger auf dem Weg vom Flughafen Bagram in die Hauptstadt Kabul. Die Marineinfanteristen sollen für die Sicherheit von Politikern und Stammesoberhäuptern sorgen, die morgen an der Amtseinführung der afghanischen Übergangsregierung teilnehmen. US-Kampfflugzeuge haben bei Gardez in Afghanistan einen Fahrzeugkonvoi angegriffen. Zahlreiche Menschen sind nach amerikanischen wie afghanischen Angaben getötet worden. Die Zahlenangaben gehen aber auseinander. Die USA teilten mit, der Angriff habe Taliban-Funktionären gegolten. Dagegen berichtete die afghanische Agentur AIP, es habe sich um Stammesälteste auf dem Weg zur Amtseinführung gehandelt.